Peace, Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es mal wieder eine Folge Rapper, Schrägstrich Rapperinnen und ihre Luxusuhren. Und wir fangen auf Gentleman's Art an. Ladies first, wir haben hier Shirin David, die gepostet hat, dass sie zur Feier des Tages, es war ein Videodreh, ja, ihr Schließfach geöffnet hat und zum Vorschein kam eine Audemars Piguet Royal Oak Iced Out, 41mm. Das ist die Uhr, die ich schon mal an Lelano vorgestellt habe, die Uhr, die ich mir ursprünglich vor der Richard Mille, die ich geholt hatte, auch anfertigen lassen habe. Eine wunderschöne Uhr, nicestes Armband auf jeden Fall im Uhrengame bei der AP. Ich finde einfach diese doppelten Links und so super, super krass. Und ja, anscheinend ist das eine Neuanschaffung von Shirin David, die ich euch jetzt hier eingeblendet habe mit dem Preisschild 40.000 Euro. Die hat zwar auf der Lünette ein bisschen größere Steine, Shirin hat 3 Reihen an kleinen Steinen, das finde ich sieht nicer aus. Ich habe kein besseres Bild gefunden, aber ich denke, das hier zeigt auf jeden Fall ganz gut, wie die Uhr aussieht. Shirin hat hier auf jeden Fall das Datumsblatt schwarz, nicht weiß, wie auf dem Bild, was ich gefunden habe. Das liegt einfach daran, dass eine Uhr mit schwarzem Ziffernblatt besetzt wurde. Sind ein bisschen teurer. Im Nachhinein ist es eigentlich unnötig, ob du eine mit weißem oder schwarzem Blatt besetzt, weil du eh nur noch die Datumscheibe siehst. Und da finde ich es fast schon besser, wenn die Datumscheibe weiß ist. Aber ja, sie hat auf jeden Fall eine mit schwarzem Blatt besetzt. Wir kommen zu Rapper Nummer 2. Da gab es in letzter Zeit einige Skandale um seine Uhr. Und zwar ist es Sinan G mit einer Rainbow Daytona. Die Uhr kostet 260.000 Euro Factory Set. Aftermarket, wenn du dir halt einfach eine rosé-goldene Daytona kaufst und die dann nachträglich besetzen lässt, wie man das zum Beispiel auch bei einer Patek macht oder so, weil die Factory Set Patek dann 400.000 kostet. Genau sowas ist es hier auch. Kostet dann so 35.000 bis 45.000 Euro, wenn du es Aftermarket machst. Ich denke, das ist der Fall bei Sinan G. Sinan G hatte eine Fake-Uhr an. Munich Wristbusters hat ihn gebastelt. Sinan G hat nachträglich in seiner Story nachgewiesen, dass er eine echte hat. Ob es jetzt unbedingt seine ist oder nicht, er hat gesagt, es ist seine, wir glauben ihm das mal. Und ja, die kostet so, denke ich mal, 35.000 bis 45.000 Euro. Ich glaube jetzt nicht, dass Sinan G das Factory-Ding gekauft hat für eine Viertelmillion. Aber falls doch, dann herzlichen Glückwunsch. So, wir kommen zu Rapper Nummer 3 und zwar ist das Haftbefehl. Haftbefehl trägt hier im Conan X, weiß ich nicht, also in dem Shirin David Feature Video, trägt er eine Audemars Piguet Royal Oak Iced Out und man erkennt sie ganz, ganz schlecht. Also an der Stelle, wo der sagt irgendwie, scheiß mal auf Rolex, gib mir eine Chopin oder so, da sieht man die kurz und da sieht die sehr dick aus. Deswegen habe ich darauf geschlossen, dass es eine Audemars Piguet Royal Oak Offshore voll besetzt ist. Kann sein, dass ich falsch liege und es ist auch die Uhr, die Shirin David hat. Ich glaube aber wirklich, es ist eine Royal Oak Offshore, die wirklich sehr, sehr dick erscheint. Ich habe mal ein bisschen nach den Preisen geguckt und mich gewundert, dass viele Royal Oak Offshores Iced Out für den gleichen Preis gehandelt werden, wie wenn sie nicht Offshore sind. Ich weiß nicht warum. Ich persönlich finde auch nicht Offshore schöner, weil Chronographen finde ich generell nicht so nice. Dann diese drei fetten Knöpfe und die Krone halt, das ist nicht so meins. Ich finde es cleaner, schöner, deswegen bevorzuge ich persönlich Shirin Davids Uhr, aber ist natürlich ein dicker Brummer, sage ich mal so. Roundabout 40.000 Euro. Kann auch sein, dass seine teurer besetzt ist oder das Ursprungsmodell teurer ist. Man erkennt es halt sehr, sehr schlecht. Kann also auch sein, dass die 50.000 oder 55.000 Euro kostet. Ja. Das war Rapper Nummer 3. Wir kommen zu Rapper Nummer 4 und haben hier Samra. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Daydate ist mit einer Brillant-Lünette. Ich habe jetzt hier eher auf eine Baguette-Lünette geschlossen. Gibt es auch, so sieht die aus. Es kann halt auch sein, dass es statt Baguettes, weil das sieht man hier jetzt nicht so gut auf dem Bild, dass es ganz normale Brillanten sind. Für mich sah es eher aus wie Baguettes. Und wenn man da mal auf Chrono schaut, dann fällt einem auf, dass bei den meisten Modellen Preis auf Anfrage steht. Keine Ahnung warum, aber die einen Preis dastehen haben, da steht das circa so um die 60.000. Ich habe viele verschiedene Preise gefunden. Ich habe jetzt mal die goldene Mitte genommen. 60.000 Euro circa kostet diese Uhr. Seltenes Teil, sehr, sehr schönes Teil auch. Und Samra hat das Ganze noch kombiniert mit einem goldenen Cartier-Armband. Sehr, sehr nicer Mix. Und ja. Das ist Samras Uhr. Kommen wir dann zu Rapper Nummer 5 und zwar haben wir hier Capo, der leibliche Bruder von Haftbefehl. Er trägt hier eine Gelb-Gold Daytona mit dem champagnerfarbenen Ziffernblatt. Ich glaube, es ist die hier, die ich rausgesucht habe, auch mit einer goldenen Lünette und goldenem Armband. Keine Steine drauf und so weiter. 36.000 Euro kostet die im Durchschnitt. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr schöne Uhr. Für mich würde ich sie jetzt wahrscheinlich nicht nehmen, weil sie wirklich zu sehr Prollo
ist, also gut, das könnte man bei so einer auch sagen, aber ich finde, die hat noch so ein bisschen was Feines. Das hier ist wirklich, also es passt sehr gut zu Capo, auch zu seiner Goldkette, die er da trägt. Aber für mich wäre sie jetzt nichts. Trotzdem eine Uhr, die sehr gut zu ihm passt. Wie gesagt, 36.000 Euro kostet diese Uhr auch mit Wartezeit und sehr schwer zu bekommen. Kommen wir dann zu guter Letzt zum Rapper Shindy. Der trägt im Dodi-Musikvideo eine Richard Mille. Und da ist irgendwie noch niemand drauf eingegangen. Da habe ich mir gedacht, kann ich sie euch doch mal vorstellen. Ich habe wieder lange gesucht, weil ich gedacht hatte, dass das eine Richard Mille 005 ist oder eine RM10, so wie ich die hatte. Aber war sie nicht, weil das Datum ist über der 5. Und da habe ich mich gewundert, weil bei der Richard Mille 005, der Richard Mille 30 und der 10 ist das Datum auf der 7. Ich glaube bei der 30 nicht, da ist das irgendwie weiter oben oder so. Auf jeden Fall ist bei den anderen das auf der 7. Und das ist auch so ein kleineres Gehäuse, also nicht wie das jetzt bei der von Farid ist oder so, sondern es ist ein relativ kleines Richard Mille Gehäuse, also im Verhältnis, was mir persönlich besser gefällt. Wir haben hier eine Richard Mille 29. Die Uhr kostet 86.000 Euro, also ich habe im deutschen Markt keine gefunden, viel in den USA und da lag sie bei 84.000 bis 90.000 Euro, deswegen habe ich jetzt einfach mal 86 aufgeschrieben. Links an der Seite in Gelb steht nochmal RM029, also 29, und wir sehen hier auch, wie Shindy das da halt trägt, über der 5 das Datum. Gleiches Gehäuse, glaube ich, wie bei der RM10, RM005 und RM30. Ja, sehr, sehr schöne Uhr. Schönste heute, finde ich hier eigentlich, mit der von Shirin David, ja. Das sind meine beiden Lieblingsuhren, die Iced Out AP von Shirin David und die Richard Mille 29 von Shindy. Ich weiß aber auch nicht, man hat sie danach nie wieder bei Shindy gesehen, also es könnte sein, dass das vielleicht nicht sein ist. Könnte natürlich auch sein, dass es sein ist, wie gesagt. Aber ich vermute vielleicht eher, dass er die fürs Musikvideo bekommen hat, weiß es aber nicht, weil ja, er hätte sie sonst vielleicht auch öfter angezogen. Naja. So, das war's dazu. Das waren 6 Rapper, / Rapperinnen mit ihren Luxusuhren. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen Abend wieder auf Twitch um 18 Uhr. Und ansonsten Montag auf Justin Light. Macht's gut, Leute. Peace.